Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Couchrunde. Und zwar geht es heute ein bisschen um das Essen im Auslandsjahr. Das bedeutet, wie sieht es aus mit der Vielfalt, wie sind die Preise so, wird da der Hunger wortwörtlich gestillt? Und genau, du, wie sah es denn bei dir aus? Also meine Gastfamilie hat extrem viel Fleisch gegessen. Also schon ganz schön viel und ich finde Fleisch einfach nicht... Also ich esse das nicht so gerne. Genau, und ich hatte am Anfang, mein Gastvater fand das... Ich habe mir sozusagen immer so, wenn jetzt... Also jeden Abend gab es irgendwie Fleisch so. Und ich habe dann immer so extra das Kleinste genommen und dann... versucht nicht so viel, aber also ich habe echt versucht zu essen so. Und irgendwie fand mein Gastvater fand das nicht so nett, bis ich dann mit ihm drüber geredet habe, dass ich das... dass ich Fleisch nicht so gerne esse, und dann hat er das auch akzeptiert und hat dann auch manchmal sogar irgendwie so was gekocht ohne Fleisch oder so. Fleisch, also voll nett irgendwie von ihm. Ja, also. Ja, also ich weiß nicht, bei mir war das jetzt so, was vertraulich ist, finde ich, dass in Amerika oder in Texas oder in meinem kleinen Dorf und Umfeld, in allen ist wirklich Fleisch drin. Ja. Du kannst nichts ohne Fleisch essen. In Salat ist Fleisch drin, in einem Burger ist Fleisch drin, gefühlt in Brot ist Fleisch drin. Also du kannst nichts kaufen ohne irgendwie Fleisch drin, so jetzt mal übertrieben dargestellt. Weil die auch so obsessed damit sind. So, die müssen morgens irgendwas mit Fleisch haben, mittags und abends. So, und wir, ich habe das Gefühl, unsere Kultur ist so, okay, wir sind langsam auf dem Weg zu einmal pro Woche, ist ganz schön. Noch sehr unrealistisch, aber das geht schon in die Richtung. Dort, wenn man das sagen würde, würden denken, einmal pro Woche Fleisch, das ist unmöglich, weil die haben immer ihre Chicken Wings und haben die dort und dies und das. Und ja, ich hatte sehr schlechte Erfahrungen damit, weil ich nicht schlechte Erfahrungen. Das Essen war natürlich sehr lecker dort, sehr ungesund, aber meine Gastfamilie hat auch sehr, sehr viel Fleisch gegessen, auch gerade zu Thanksgiving und so. Das war schon echt richtig, richtig krass. Ja, aber ich hab eine Freundin von mir, sie musste leider wechseln, das war auch ein Grund, deswegen sie wechseln musste, weil ihre Gastfamilie, sie wollte nicht so gerne halt Dinge bestellen, die kein Fleisch beinhalten. Und da meinten die Gasteltern so, ja, das ist immer das Problem, dass du mal eine extra Wurst brauchst, was eine Ironie. aber dann wurde es immer zu einem größeren Problem und dann kamen auch andere kleine Sachen dazu. Das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, warum sie wechseln musste, aber das waren so mit auch Gründe. Und dann kam sie in eine Familie, die war vegetarisch und vegan und hat sich sehr gesund ernährt. Und ich würde schon sagen, dass es möglich ist. Es ist schon möglich, es ist schwieriger als in Deutschland, würde ich sagen. Definitiv. Also ich kann dir zu 100% zustimmen. Bei mir gab es auch morgens, mittags, abends Fleisch, Snack irgendwie. Weiß ich nicht, dieses Beef Jerky. Also wirklich, ja. Fleisch war immer, wirklich immer mit auf der Speisekarte. Deshalb war das auch so, als ich wiedergekommen bin, war ich erstmal froh, dass ich fleischlos essen konnte. Also bis jetzt, ich bin einfach nicht mehr hyped darauf und das hat mir so das Jahr auch ein bisschen irgendwie so, also wie du schon sagst, weil irgendwann man hat sich satt gegessen mit Fleisch. Ja, das war so meine Erfahrung, fand ich nicht schlimm, weil meine Gastfamilie war auch so, wenn ich da mal gesagt habe, nee, heute nicht, dann waren die auch total entspannt und meinten so, okay, lass das weg, so waren die dann auch. Und ja, ich weiß nicht, ich bekomme auch ganz noch, also ich würde die Frage jetzt auch nochmal mit reinwerfen, weil ich ganz oft von zukünftigen Austauschschülern halt gefragt werde, ob, wenn man mit der Gastfamilie essen geht, die das, also ob die das selber bezahlt oder halt nicht, weil ich hatte das so, wenn ich mit meiner Gastfamilie essen gegangen bin, dann haben die das immer bezahlt, aber wenn wir zum Beispiel in Disneyland waren, da habe ich dann mir die Sachen selber gekauft und ich habe das Gefühl, dass das nochmal so eine Frage ist, dass, welche, also viele Austauschschüler sind sehr interessiert daran, also wie war das bei euch? Na, also bei mir, meine Gastfamilie hat mir generell richtig viel finanziert, also ich musste fast nicht selber zahlen. Auch so, wenn ich mit Freunden essen gehen wollte, so, haben die mir einfach 20 Euro, Dollar, gegeben. Ich habe das versucht nie anzunehmen, aber also zwar echt, also bin ich auch extrem dankbar für, das ist total krass so. Aber ja, bei mir wurde sehr viel finanziert. Das war genauso bei mir auch. Also meine Gastfamilie hat sehr, sehr viel für mich bezahlt. Auch, ihr müsst euch vorstellen, wir sind manchmal morgens frühstücken gegangen, dann mittags nochmal irgendwo hin, dann abends auch. Wir sind manchmal teilweise wirklich dreimal am Tag in Restaurants. Ihr müsst euch mal vorstellen, wir waren 8 Leute. 8 Leute. Und dann jedes Gericht kostet so zwischen 8 und 20 Dollar. Da kommt was zusammen, wenn man fast jeden Tag essen geht. So. Ja. Und die haben jedes Mal das für mich mitbezahlt. Aber ich hatte aber auch Freunde
auch Austauschschüler dann in der Nähe von mir, die mussten es selber bezahlen. Die haben dann sogar gesagt, ja, wir splitten jetzt die Rechnung und dann musst du das bezahlen und wir bezahlen das. Verstehe ich, ist komisch, ich finde es ein bisschen weird, wenn man dann richtig Rechnungen drin, ja, wir bezahlen zusammen und du musst jetzt einzeln bezahlen, ist schon weird, aber man kann sich auch nicht beschweren, finde ich persönlich. Das ist halt nun mal dann einfach First World Problem, wenn man das halt selber bezahlen muss. Natürlich ist es schön, wenn man es nicht machen muss, aber ich muss auch so welche Disney-Sachen, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein unausgesprochenes Gesetz, dass sobald man dann irgendwie so Kleinigkeiten kauft, dass man das nicht mehr, dass man das nicht mehr bezahlt bekommt. Und meine Gastmama meinte auch, wir zahlen alles, bis auf so Kosmetik und Duschgel und so. Oder wenn man bei Walmart einkaufen geht, dann war das ganz oft, dass sie mich gefragt. Das war ganz komisch auch. Zum Beispiel dann war da dann 5 Euro Kombucha. Und so, willst du es denn haben? Ich so, ja, gerne so. Und dann haben wir das mitgenommen, weil sie mich gefragt hat, möchtest du das haben? Und wir sind für sie einkaufen oder für unsere Familie einkaufen gegangen. Und meinte sie, ja, du musst noch die 5 Dollar wiedergeben. Ich so, du meinst ja, ob ich das habe, weißt du? Ja, und das kommt, ganz oft zu unnötigen und unangenehmen Situationen. Aber nicht schlimm oder so. Und ganz oft war das auch so, ja, du musst noch das und das zurückgeben von ihnen ein Getränk oder so. Weil dann gibst du mir das an den Tag aus und dann am nächsten Tag muss ich das wiedergeben. Das ist ganz, ganz komisch. Aber ich glaube, man muss auch vertraut sein, ein bisschen mit, also würde ich jedem raten, vertraut sein mit den Programmrichtlinien, weil deine Gastfamilie muss für dich oder für deine Ernährung aufkommen. Wenn du meinst, du musst eine Extrawurst machen und wenn die zu Hause gekocht wird und du gehst jeden Tag essen, dann natürlich nicht. Aber wenn die Gastfamilie sagt, wir gehen heute ins Restaurant und dann musst du ja da schließlich mit, ne? Dann muss sie eigentlich für dich zahlen. Also bei meinem Programm ist das so, also das würde ich da jedem raten, hätte ich auch deinem Freund, diesem Austauschschüler auch geraten, dass er sich da auskennt, weil ich könnte es mir nicht leisten, wie die gelebt haben, weil die eben so oft in Essen gegangen sind. Bei uns war es halt nicht so, also da war es halt so, da musst du halt für dich selber aufkommen. Und du musst halt auch mindestens 200 Dollar Taschengeld haben pro Monat, so vorgeschrieben. Ja, deswegen durfte man das halt machen. Das ist ja dann die Kacke da. Das ist komplett unterschiedlich, ne? Ja, jeder Organisation ist halt unterschiedlich. Ja. Aber du warst auch mit DFSC unterwegs, ne? Ja. Und wie war das bei dir? Mit Bezahlen und so? Ja, also meine Gasteltern haben eigentlich das meiste für mich bezahlt. Also wenn wir essen gegangen sind, haben sie immer für mich bezahlt. Nur wenn ich dann halt mit Freunden allein rausgegangen bin, musste ich selber bezahlen. Also mit der Familie haben sie für mich bezahlt und mit Freunden musste ich selber bezahlen. Und genau, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf das, wie war das Essen so, also bei meiner Gastfamilie war es so, dass es sehr viel Fastfood gab. Wir sind auch sehr oft zu Fastfood-Restaurants gefahren und haben da schnell Sachen geholt, weil wir einfach nicht wussten, was wir kochen sollen. Wir haben auch, am Anfang haben wir noch relativ viel gekocht, aber das hat auch irgendwann einfach nachgelassen. Genau, mein Magen hat darunter auch sehr gelitten, also ich hatte echt Magenprobleme, so einmal, ein, zweimal im Monat hatte ich da Probleme, das war echt schrecklich und ich habe es jetzt immer noch deswegen, also es hat in Amerika angefangen und es hat auch noch nicht aufgehört. Ich schwöre es dir, es war bei mir genauso. Ja, irgendwann, ich habe dann meinen Eltern von diesem Magenproblem berichtet. Und die meinten dann so, ja, dann kauf dir halt mal von deinem eigenen Geld ein bisschen Obst oder Gemüse, einfach damit dein Kreislauf wieder angeregt wird sozusagen. Und genau das habe ich dann auch gemacht, dann habe ich halt von meinem Geld mir selber Obst und so gekauft, weil meine Gastfamilie hat halt wirklich gar kein Obst oder Gemüse gegessen. Ja. Ich hatte, glaube ich, einmal einen Salat in meinem ganzen Auslandsjahr und den habe ich auch nicht bei meiner Gastfamilie gegessen, sondern bei meiner Gasttante. Genau, also meine Gastfamilie war da wirklich nicht so gesund unterwegs. Das war 1:1 in mir genauso, weil ich hatte auch, ich weiß noch, am Anfang, ich muss mir mal vorstellen, ich bin da dann nach Texas gekommen, wie gesagt, und dort ist die mexikanische Kultur sehr, sehr groß geschrieben und mexikanisches Essen ist sehr, sehr säurehaltig und sehr, sehr scharf und ich habe einen sehr empfindlichen Magen bei allen Sachen und gerade bei Gewürzen und so und ich bin so oft nachts aufgewacht und habe so, ich habe gedacht, ich muss mich übergeben, weil ich so Sodbrennen hatte. Oh Gott. Das war mir so unangenehm und ich war immer, ich bin wirklich 5-6 Mal in der Nacht aufgewacht, war so, oh, ich muss übergeben. Aber es war halt nie so, es war nur Sodbrennen und es war so schrecklich. Ich wusste nicht, dass es so schlimm sein kann, weil ich so oft nachts aufgewacht bin, wie gesagt. Und ja, es ging nach so ungefähr 7-8 Monaten ganz fit, aber es war schon, es war das Gleiche bei mir halt auch. Ich musste mir dann auch immer so selber Erdbeeren für 8 Dollar kaufen. Ja. Und das ist halt so krank. Weil das war bei mir auch das immer. Ist so krank. Es ist so krank, wie teuer Früchte und Obst und so ist. Das ist unnormal. War das bei euch allen so? Ja, also ich hab immer, wenn wir einkaufen waren, ich habe immer so. Vor allem, ich war, glaube ich, die Einzige im Haus. Nicht mal meine Gastschwester hat irgendwie
Obst gegessen. Ich war die Einzige, die richtig, also die so Obst gegessen hat. Deswegen haben wir irgendwie nur für mich immer Obst gekauft. So, ja, aber keine Ahnung. Und außerdem, ich finde auch krass, das Schullunch, also jetzt irgendwie auf das vegetarische es gab immer zwei Auswahlmöglichkeiten bei uns. Und nie war irgendwas vegetarisch. Es gab immer Fleisch. Ja. Und stellt euch mal vor, Highschools sind ja groß, normalerweise. Also bei mir war sie sehr klein, aber normalerweise sind sie ja groß. Und da gibt es bestimmt irgendjemanden, der vielleicht Fleisch nicht so gerne mag oder irgendwie das nicht so ist, und ich mochte Fleisch nicht, aber ich hatte irgendwie keine Lust nach einer Weile, mir immer so Lunch selber mitzunehmen. Und dann habe ich immer so, keine Ahnung, da gab es ja nur Fleisch. Also bei mir jedenfalls, bei dem Schullunch war das bei euch genauso. Ja, total. Bei mir nicht. Schullunch ist schlimm. Mir gab es zum Beispiel eine Reihe mit Basco-Sticks und Pommes. Oder Salat konnte man sich auch nehmen. Stimmt, das hatte ich auch. Ja, also wir hatten immer zwei Reihen. Eine Reihe war meistens Fleischgerichte oder Pasta oder so. Eine Reihe war immer Basco-Sticks und Pommes. Und die letzte Reihe war immer Salat. Krass, okay, das ist schon... Ich hatte auch drei Reihen. Ich hatte einmal Chicken. Da konnte man meistens diese überbackenen Chicken-Dinger holen mit so Brot. Das war auch nicht lecker. Ich hatte das am ersten Tag gegessen. Ich war so... Ich hatte Sodbrennen, wie das gleiche halt schon wieder. Und dann die zweite Linie ist Pepperoni Pizza. Und ich dachte am Anfang, Pepperoni Pizza. Eklig. Ich dachte noch, Pepperoni Pizza ist so mit Pepperoni drauf. Und das ist halt Salami-Pizza so. Und die war so, das war wie in so einem Film, so aus dem Plastik. Dieses Dreieckstück lag so auf diesem Teller drauf. Und das war richtig ölig. Ich musste immer so diese Napkins dann holen und die drauf geklatscht. Und dann war das Ganze. Taschentuch voll mit Öl. Ja. So, no shit, das war so eklig. Und ich habe immer auch gedacht, ich kann das nicht mehr essen. Ich kann nicht jeden Tag Cheeseburger oder die Pepperoni Pizza essen, von der ich gefühlt direkt wieder auf Toilette gehen muss, so, um ganz ehrlich mal zu sein. Das war so schlimm. Ja. Das war also schlimm. Ich stimme dir so zu, aber ich würde mal fast behaupten, wir als solche sind letztlich die europäischen Pizza-Experten. Aber ich hatte auf jeden Fall einen sehr, sehr guten italienischen Freund und der war leidenschaftlicher Kritiker. Ich war schon schlimm mit dem Essen zu gehen, weil ich mir dann erstmal, irgendwo war es auch interessant, aber erstmal durfte sich dann jeder am Tisch anhören, warum das per Definition keine Pizza ist. Sondern was auch immer, ein Käsesandwich oder wie auch immer. Und das war wirklich schlimm, Aber ich bin so, ich esse vieles und ich muss mir auch immer mein Obst selbst holen. Und ich bin großer Bananenliebhaber, ich habe immer meine Bananen gehabt und das war mir dann, also, niemand aus meiner Familie hat die auch gegessen. So. Es gibt gar keinen, ich habe noch nie den Satz gehört, ich mag Bananen nicht. Und meine ganze Familie hat Bananen nicht gemocht. Das ist echt krass. Ich kenne auch niemanden, der keine Bananen mag. Also, ja, ich liebe Bananen. Stimmt eigentlich, wenn du Bananen denkst, der mag Bananen. Das und Ding ist, meine Gastfamilie hat es halt auch nicht gegessen, weil sie nicht geschmeckt hat. Ich verstehe es gar nicht. Wie kann dann kein Obst oder Gemüse schmecken? Es ist dann so viel Freude aus der Ernährung. Meine Gastschwester meinte dann irgendwann mal so, komm Julie, wir versuchen uns mal gesund zu ernähren. Wie lange hat sie es durchgehalten? Vielleicht 2 Tage oder so. Ja, dann dachte sie sich so, nee, keine Lust mehr. Aber meine Großmutter hat Glück gehabt, sie sind sehr, sehr oft Fastfood essen gegangen. Aber ich bin da relativ so, das war jetzt nicht mein Glück. Mein Glück war, dass sie aber auf der Kehrseite oft gekocht hat. Also es war so 50-50, aber so mein Körper ist da relativ hart im Nehmen, also ich habe keinen empfindlichen Magen. Hätte ich das, wäre ich wahrscheinlich 4-mal gestorben in Amerika. Aber ich weiß, was du meinst, mit nachts aufwachen und mir ein paar Mal passiert. Einmal bin ich fast gestorben, wirklich. Das war nachts. Es hat angefangen mit Bauchschmerzen, dachte ich so, okay, ja, ist mal wieder Bauchschmerzen, so ganz normal, ist ja alltäglich so. Aber dann wurde es immer schlimmer, bis ich irgendwann aufs Klo gerannt bin. Ich habe auch nachts auf der Toilette übernachtet, weil ich nicht mehr, im Badezimmer, ich habe mich ins Badezimmer hingelegt nachts, habe die ganze Nacht dort geschlafen, weil ich so Schiss hatte. Ich hatte die Bauchkrämpfe meines Todes, ich hatte noch nie so starke Bauchkrämpfe. Ich habe meine Eltern angerufen, bei denen war es 4 Uhr morgens oder so. Das war mir in dem Moment so egal, ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich hatte solche Schmerzen, die hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich hatte die noch nie in meinem Leben. Ich dachte echt, ich brauche einen Arzt oder so. Meine Gastmutter war nicht zu Hause, nur meine Gastschwestern. Meine Gastmutter hat mir dann irgendeine komische Medizin geholt, kam dann eine Stunde später auch mal an irgendwie. Aber das war die schrecklichste Nacht meines Lebens. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das irgendwie war oder so. Ich lag einfach nur auf dem Boden und hab geschrien. Das war mir auch voll peinlich. Mir so peinlich, weil meine Gastschwester wusste nicht, was sie machen sollen. Ich lag einfach nur auf dem Boden, hab in mein Handy geschrien, wo meine Eltern besorgt an der anderen Leitung saßen. Das ist so Horror. Oh mein Gott. Aber jetzt inzwischen ist es besser oder ist es auch immer noch hier in Deutschland? Nee, also diese starken Schmerzen hatte ich dann immer, Gott sei Dank, aber halt immer mal wieder so.
Ich hatte auch Bauchschmerzen jeden einzelnen Tag. Also wenn ich drüber nachdenke, es ist wirklich kein Spaß. Jetzt. Ich hatte jeden einzelnen Tag in Amerika Bauchschmerzen. Und ich habe es auch meinen Gasteltern erzählt. Und ich habe keinen Weg rausgefunden, weil es war wieder dieser Teufelskreis. Ich konnte nicht irgendwas anderes beim Lunch essen, also muss man das essen. Und ich wollte ja auch was essen. Und dann gehst du nach Hause und dann isst du da auch wieder was Ungesundes. Weil das ist dieses, wenn du nicht zu Hause Früchte und sowas hast, dann ist es halt einfach schwierig. Und hier ist es einfach einfacher. Und das war halt so ein Riesenproblem für mich, weil ich saß jeden Tag in der Schule mit Bauchschmerzen und war so, ich will nach Hause. Also ich würde jetzt abschließend nochmal mit einwerfen. Also das sind krasse Stories. Also bei mir war das nicht so, nicht, dass jetzt zukünftige Austauschschüler so Angst haben vor dem Essen. Ich hatte jetzt keine Bauchschmerzen unbedingt. Ja, ich auch nicht. Vielleicht mal, aber das habe ich in Deutschland auch. Also ich hatte das Essen nicht ganz gut vertragen. Ich habe auch immer noch Bauchschmerzen hier. Also seitdem habe ich es eh. Vertragen habe ich es auch gut. Gesund war es trotzdem nicht. Das ist meine. Ja, das ist ein Wort zum Sonntag. Das ist ein gutes Schlusswort. Und jeder Körper ist anders. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man das nochmal kurz dazu sagt. Und ich hatte davor auch schon Probleme und. Da ja, ich glaube, ja, das liegt einfach am Körper. Ja. Also. Was war so euer Lieblingsessen oder euer Lieblingsrestaurant in den USA? Lay im Auslandsjahr? Ich finde das voll schwer, aber ich glaube, also an das, was ich als allererstes gedacht habe, war zum Beispiel das Mac and Cheese von meinem Gastvater, das, also was er selber gemacht hat. Also ich fand Mac and Cheese eigentlich gar nicht lecker. So vor allem dieses komische, so diese Fertigpackung, das fand ich richtig eklig. Aber so mein Gast hat das selber gemacht und das war richtig, also das war lecker, ja. Also das fand ich lecker. Ja, also bei mir war das halt so, ich mochte Chick-fil-A ganz gerne. Ja, stimmt. Aber ich stimme so zu. Ich mochte aber auch Taco Bell voll gerne. Ja. Und ich liebe generell, ich habe meine Liebe zu mexikanischen Essen erweckt. So, ich liebe Tacos, ich liebe Burritos und ich liebe Quesadillas. Und ich bin obsessed mit it. Also wirklich, das ist nicht mal normal. Wir haben auch jede Woche hatten wir so ein Treffen am Sonntag. Da kamen uns 10 Leute her. Wir haben alle so Taco-Arm gemacht. Richtig verrückt eigentlich. Versprochen, das hört sich an wie meine Gastfamilie. Haben wir auch gemacht. Ich liebe sowas. Ja, du sprichst mir so aus der Seele. Das ist so, ich vermisse das so sehr, so mexikanisches Essen. Aber in Amerika habe ich das auch das allererste Mal. Echt? So, ja. Also. Oh, das war so lecker. Wir haben es auch echt oft mexikanisch gemacht. Voll cool. Das ist so lecker. Das ist auch, weil hier gibt es ja kein Mexikan. Also ich kenne keinen Mexikaner mehr hier. Ich bin jetzt bei mir haben wir so viele Familien und so. Aber schon schwer zu finden. Da ist der halt an jeder Ecke ist da ein Restaurant. Was ich auch voll komisch finde, Tortillas sind hier so groß und in Amerika sind die so. Was ich voll weird finde. Es gibt die doch in verschiedenen Größen, oder? Auch hier? Nee, in Amerika. Ja, ja genau. Ich habe noch nie kleinere Größen gesehen. Ach so, ja stimmt. Und was war bei dir dein Lieblingsort zum Essen? Es gibt in Missouri, ich weiß nicht, vielleicht auch Umgebung, so ein Restaurant wie Buffalo Wild Wings. Ja, natürlich. Ja. Das ist krass. Da hatte ich die Bauchschmerzen meines Lebens, ohne Witz. Also das ist wirklich, das ist richtig gut. Da kann man so seine Chicken Wings Art raussuchen und dann boneless oder so zum Abnagen. Dann verschiedene so Panierungen oder sowas. Ja. Von Soßen, ne? Panade, ja. Ist das Panade, Wort. Ja. Panierung. Wir wissen, was du meinst. Und dann auch mit Soße, also das war... So die Soßen, die waren auch wirklich krank, also du konntest ja von der Fall Skala von 0 bis 100 auswählen. Wings. Und diese schärfste Soße ist aber wirklich so, dass du nicht mehr atmen kannst. Ja, da hätte ich auch Bauchschmerz. Ja. Aber das war auch heftig dort, also es war auch sehr lecker. Aber irgendwie, ich finde es also wie so... Ich bin ehrlich mit euch, wenn man jetzt überlegt, so, wir reden über amerikanische Lieblingsrestaurants und das erste, was kommt, sind Fast Food und mexikanisches Essen, also, ja. Ja, also was ich mir mochte, waren Pancakes, keine Ahnung. Oh, ja, ja, ich weiß nicht. Ich hab's gar nicht gefeiert, ich fand das so eklig, ja. Ich finde die so gut, weil, ich weiß nicht, in Deutschland kriegt man die einfach nicht hin wie in Amerika. Die haben irgendwie sowas Fluffiges. Ja. Brownies, das ist brownige Brownies. Ja. Und Cookies. Ja. Kennt ihr diese Sugar Cookies, die so richtig so weich sind? Mit diesem Frosting. Ja, und magst du die? Ja, die gibt es hier nicht in Deutschland. Und boah, ich mag die gar nicht, glaube ich. Was? Oh mein Gott, ich hab sie geliebt. Ich auch. Hat jemand mal die Cookies bei Subway oder sowas probiert? Ja. Die sind einfach nur latschig. Also, weißt du so? Sind die doch immer, oder? Aber ich liebe das, wenn die so weich sind. Ja. Bei der K. Ich wollte noch gerade irgendwas fragen. Warte, ich hab... Nee, okay, ich hab den Faden verloren. Anyways. Ich hab noch so eine kleine Frage. So, zu welchem Supermarkt seid ihr immer gegangen? Also, bei Walmart. Ja? Echt? Wir hatten gar keinen Target. Oder? Nee, bei uns, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber in Michigan
Meyer? Achso, doch, den hatten wir ja, auch. Ja, das ist wie Walmart und so, bloß halt voll in Michigan. Ja, so. Den hatten wir auch. Und ich war am Anfang voll traurig. Das ist gleich mit Kroger. Kennt ihr Kroger? Nein. Das ist das gleiche wie Walmart, nur halt als texanische Art und Weise. Und das war halt nur mit Essen und halt ohne diese Kleinigkeiten. Da waren auch Klamotten und sowas, aber ich weiß ja, dass es bei euch auch so war. Aber Target war nur so für die Leute, die richtig rich sind, die genug Geld haben, zu Target zu gehen, weil Target ist so unfassbar teuer bei uns gewesen. Walmart ist so viel billiger. Du kriegst so richtig günstige Sachen. Und Target hat so die ganzen Kooperationen und so, die ganzen teuren Marken. Es war gar nichts bei Walmart. Stimmt. Du kannst halt voll billige Sachen dort bekommen. Ich war nie bei Target oder Walmart. Ich war voll traurig. Was? Ja, wir waren da nie einkaufen und ich habe mich so gefreut. Oh mein Gott, wie cool. Oh, ist auch nichts Besonderes. Ja, aber Myers ist genauso. Also, ich war in allen genauso, drei. Das ist halt Michigan halt. Eine Idee vielleicht noch. Also, was man auch drüber reden kann, die Größen so, was das Essen angeht. Also, ich empfehle, ich bin so nicht laktoseintolerant, aber ich meine, jeder Mensch kriegt irgendwann mal einen Laktoseschock. Ich war so bei Sonic. Und mein Gast wurde so, magst du ein Eis? Und ich so, ja. Und ich bin jetzt niemand, der da eine Kugel verspeist. Und dann war ich so, ja, ich nehme dann mal ein großes. Und das war for real. Also ich mache keinen Spaß. Das war so groß. Ja. So groß. Und so ein Volumen. Ja. Und ich wollte, das war am Ende meiner ersten Woche. Und man denkt, ich bestelle mir ein großes Eis und lasse das dann da liegen. Und ich hatte den Laktoseschock meines Lebens. Da ging es mir auch schlecht in der Nacht. Darf ich schon wegnehmen? Und es ist ganz schlimm. Also ich empfehle so, also ich würde dann jetzt nicht große Portionen per se nehmen. Vielleicht bei Medium ist man auch gut aufgehoben. Ja. Ich habe das dann nämlich gerade daran, ich habe nämlich bei Sonic das Eis mit Oreo Mint gegessen. Und ich liebe Oreo Mint. Und wir hatten wir alle Oreo-Sorten gekauft. Alle. Wir haben wirklich die ganzen Sorten einfach in den Einkaufswagen, wir hatten einen ganzen Einkaufswagen voll. Und ihr wisst, wie groß ein Einkaufswagen in Amerika ist. Das ist doch krank. Und das sind diese Riesenpackungen von Oreos. Und die haben irgendwie 50 Sorten oder so. Und das war so, das vermisse ich auf jeden Fall. Dass es Oreo hier nur in irgendwie 3-4 Sorten gibt oder so. Mhm. Das ist schade. Ja, ich war mal bei einer Eisdiele, wollte mir Cookie Dough bestellen, weil ich mochte das so gern. Ich habe das immer gesuchtet. Und dann gab es Small, Medium und Large. Und ich dachte mir so, ja komm, nehme ich ein Medium, weil Small ist bestimmt eine Kugel und dann Medium ist vielleicht zwei, Large ist vielleicht drei oder so. Ich habe es in der Waffel genommen. Ich habe eine Waffel bekommen mit 5 Kugeln als Medium. Ich dachte mir, das war so groß. Ich dachte mir, was soll ich jetzt damit machen? Und es war auch relativ billig, also. Das ist das Gleiche wie bei, also Bucky's ist so eine Tankstelle und da hat man das Large so groß, so eingetränkt, das ist kein Scheiß jetzt, das ist doch krank. Ja. Und das gleiche bei Starbucks auch, da bezahlt man zwar genauso viel wie in Deutschland auch, und ich war jeden Tag bei Starbucks, weil meine Gastmutter da gearbeitet hat, und sie hat halt Prozente bekommen, deswegen konnten wir da jeden Tag hingehen. Aber da war halt groß, so groß, und dann bin ich nach Deutschland wieder obviously gezogen, und ich war so, ja bitte ein Venti, das gleiche Getränk halt. Ja. Und das war dann so klein. Ich so, nein, ich wollte ein großes haben. Er so, das ist doch groß. Ich so, das ist doch nicht groß. Echt? Das ist so krass eigentlich, wenn man das so vergleicht. Also die Größen in Amerika sind so groß, dass du auch noch von Essen 3 Tage lang noch verschweigen kannst. Ja. Also wie sieht's, sind die Essensangewohnheiten in Amerika sehr unterschiedlich zu denen hier in Deutschland. Also gesundes Essen müsste man suchen, aber man wird immer satt. Und wenn man irgendwas nicht verträgt, es gibt ganz viele große Einkaufsläden, wo man alles findet, auch gesunde Sachen. Also mach dich da keine Sorgen und es wird schon.